Der Ziegelhersteller Wienerberger schreibt wieder rote Zahlen. 2012 häufte Wienerberger einen Verlust nach Steuern von 41 Millionen Euro an. Belastet wurde das Ergebnis von Einmalkosten aus Restrukturierungen. Ein Plus steht dagegen beim Umsatz und der klettert sogar an um 23% auf 2,4 Milliarden Euro. Gute Nachrichten gibt es für die Anleger, denn pro Aktie will Wienerberger eine Dividende von 12 Cent auszahlen. Das wäre genauso viel wie im Jahr zuvor. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Franz Hörl, er ist Analyst bei der Erste Group. Herr Hörl, die Euro-Schuldenkrise macht dem Ziegelhersteller Wienerberger nach wie vor zu schaffen, die Aktie heute auch deutlich unter Druck. Wie beurteilen Sie jetzt diese vorgelegten Zahlen? Ja, die Zahlen fielen operativ wie erwartet aus. Allerdings schlugen, wie Sie bereits erwähnten, im vierten Quartal höher als erwartete Restrukturierungsaufwendungen zu Buche. Die Firma hat hier einige Maßnahmen, die 2013 durchgeführt werden, bereits 2012 berücksichtigt in der Bilanz. Wienerberger sieht ja dieses Jahr noch keine Verbesserung, zumindest nicht in Europa. In Nordamerika hat sich die Lage zuletzt doch wieder deutlich aufgehellt. Glauben Sie, dass das ausreichen wird, um schwarze Zahlen unterm Strich dann zu schreiben? Unterm Strich, davon gehen wir nicht aus. Es sollte sich beim operativen Gewinn, beim EBIT 2013 jedoch ein Gewinn von etwa 70 Millionen ausgehen. Unterm Strich, nach Abzug von Minderheiten und Hybridkapital, sollte unserer Ansicht nach noch ein Verlust stehen. Wie sieht es denn momentan bei der Liquidität von Wienerberger aus? Muss man sich da Sorgen machen? Ja, es werden 2013 nur etwa 50 Millionen fällig, was bereits zu Jahresende durch etwa 200 Millionen Cash in der Bilanz gedeckt ist. Und auch die Covenants mit den Banken wurden zuletzt neu geregelt. Höher sind die Refinanzierungen dann schon in den Jahren 2014 und 2015, wo dann insgesamt rund 600 Millionen fällig werden. Herr Hörl, was halten Sie denn von der Strategie, dass man sich bei den Pipelife-Rohrsystemen jetzt breiter diversifiziert hat? Halten Sie das für eine gute Strategie? Ja, diese Diversifizierung macht das Unternehmen etwas weniger vom zyklisch schwachen Wohnbau abhängig. Und insofern macht das durchaus Sinn, stabilisierte Ergebnisse. Und was glauben Sie, wann wird Wienerberger und operativ auch wieder an alte Stärke anknüpfen können? Ja, diese Frage lässt sich heute noch nicht verlässlich beantworten. Es wird aber sicherlich noch einige Jahre dauern und generell möchte ich hier anmerken, man sollte vielleicht die Wienerberger auch nicht unbedingt an den Boomjahren 2006 und 2007 messen und nicht dieses Umfeld als normalisiert betrachten. Es gab damals durchaus auch einige überhitzte Märkte. Sie haben die Jahre gerade angesprochen, 2007 beispielsweise gab es das Allzeithoch bei über 50 Euro. Glauben Sie, dass es das jemals wiedersehen wird? Jemals ist eine sehr lange Zeit, darüber möchte ich keine Aussage machen, aber auf Sicht der nächsten paar Jahre würde ich die früheren Allzeithochs als sehr unrealistisch bezeichnen. Man darf hier auch nicht vergessen, dass nach der Kapitalerhöhung von 2009 heute auch um knapp 40% mehr Aktien ausstehend sind als noch 2007, was natürlich zu einer Verwässerung des Ergebnisses führt. Also 50 Euro ziemlich unwahrscheinlich. Wie sieht dann Ihr Kursziel aus, ganz kurz? Wir haben die Aktie letztes Jahr im November hochgestuft. Das hat auch gut funktioniert. Allerdings ist das die Aktie bereits weiter gelaufen, als wir das gesehen haben, mit 6,5 Euro. Insofern sehen wir derzeit kein Potenzial für die Aktie. Franz Hörl, Dankeschön für Ihre Einschätzung nach Wien. Bitte sehr.